Wette. Ich wiederhole noch einmal, er wird innerhalb von 8 Minuten diesen 15 Meter hohen Turm hinaufklettern. Rupert, du hörst mich? Rupert, ja, ist alles in Ordnung? Kann ich das Zeichen geben? Dann ist es jetzt soweit. Wir halten dir die Daumen. Top, die Wette gilt. Und das ist sensationell, meine Damen und Herren. Ein 15 Tonnen schwerer Bagger, der eigentlich gebaut wurde, um mit seiner Schaufel 3000 Kilo zu heben, hebt jetzt mit seinem Arm sein Eigengewicht. In Zentimeter- und Millimeterarbeit muss er jetzt das Unterfahrgestell dieses großen Baggers einhängen. Das ist nicht ungefährlich. Wenn er das geschafft hat, wird er die obere Festplatte, die am Arm befestigt ist, statt der Schaufel, ist vorne diese Festplatte dran. Er hat jetzt aber im Moment noch Schwierigkeiten, das Untergestell zum ersten Mal einzuhängen. Jawohl, jetzt hat er es geschafft. Jetzt werden wir dann oben die Festplatte sehen. Er klingt oben jetzt den Arm aus. Hier an dieser Stelle würde normalerweise bei einem Bagger eine Schaufel sitzen. Diese Schaufel wurde durch eine Festplatte ersetzt. Das Wichtige jetzt auch, glaube ich, für die Umweltschützer. Dieses Gerät wird mit Biodiesel und mit Bioöl betrieben. Also man denkt hier auch an unsere Umwelt. Applaus am Rathausplatz dafür. Dieser Augenblick ist auch einmal einer der schwierigsten. Ich habe den Rupert vorhin gefragt, es ist deshalb so schwer für ihn. Nicht die Zeit drängt ihn so, sondern die Tatsache, dass er nicht wirklich hinsieht. Sie müssen sich vorstellen, er macht das nach dem Gefühl heraus. Er sieht also nur Bruchstücke von unten und muss sich dann wirklich mehr oder weniger hineintasten. Er ist jetzt beim zweiten Einhängeglied, zweiten Einhängeteil für seine Festplatte. Ich darf Ihnen auch versichern, wenn Sie jetzt zu Hause den Atem anhalten, Sie müssen sich nicht sehr aufregen, es kann Ihnen nichts passieren. Alle Teile hier bei dieser Wette sind dreifach gesichert und wieder 15.000 Kilo schweben jetzt wieder an unserem Turm hoch am Arm. Der Turm wiegt alleine 20 Tonnen mit der Auffaltung unten. Vielleicht haben Sie es vorhin gesehen, dass hier noch vier weitere Bagger stehen. Diese vier Bagger haben ein Gewicht von 70 Tonnen, 70.000 Kilogramm, um unseren Rupert bei seiner schwierigen Aufgabe zu sichern. Das heißt, der Rupert hat im Augenblick 95 Tonnen, 95 Tonnen unter Kontrolle. Das heißt, es stimmt nicht ganz, 95 Tonnen und 92 Kilogramm, denn so schwer war er vor dieser Wette. Und er hat uns jetzt noch überrascht. Ich hoffe, dass ihm das auch gelingen wird. Er hat nicht nur gesagt, dass er hinaufklettern wird mit diesem Bagger, nein. Er sagt, er macht noch eine Fleißaufgabe für Wetten, das. Und das klingt ungeheuerlich. Wir haben es auch noch nicht gesehen. Aber ich traue ihm fast schon zu, er wird oben, völlig ohne Sicht, mit diesem 15 Tonnen schweren Bagger einen Kopfstand machen. Einen Kopfstand. Also ich gebe ehrlich zu, ich kann nicht einmal zu Hause im Wohnzimmer einen Kopfstand. Er wird das dann dort ganz oben machen mit seinem schweren Bagger. Jetzt ist wieder der Augenblick, wo er das Fahrgestell unten, die Raupen, ausklinkt. Rupert, wir sind mit der Zeit ganz fantastisch. 4 Minuten 40 hast du noch. Ist alles okay, Rupert? Okay. Wunderbar. Auch bemerkenswert, ich habe ihn vorhin gefragt, ob ich reden darf während der Wette mit ihm. Hat er gesagt, das macht noch gar nichts, sie hat mich unter Kontrolle, das ist ja ganz einfach. Ich habe jetzt eine persönliche Bitte an Sie, der Thomas sagt das auch immer, ich sage jetzt, bitte probieren Sie das zu Hause nicht nach. Machen Sie das zu Hause nicht, sollten Sie ein 15 Meter hohes Wohnzimmer haben, bitte nicht irgendwo einen Bagger stellen und das zu Hause probieren, das wäre sicherlich nicht gut. Jetzt kommt es dann mit zum schwierigsten Teil. 4 Minuten und 3 Sekunden, das ist sensationell, Rupert. Jetzt sieht er überhaupt nichts mehr oben, meine Damen und Herren. Jetzt kann er sich wirklich nur mehr tasten. Stellen Sie sich vor, Sie tasten mit einem 3-4 Tonnen Arm. Jetzt muss er nämlich diese Festplatte oben in die Endverankerung einrasten. Und ich zeige Ihnen einmal, wie schrecklich das in Wirklichkeit ausschaut. Man hat mir versichert, es wird nichts passieren. Jetzt sehen Sie, wir haben volles Vertrauen in diese Wette. Also wenn er jetzt runterkommen würde, aha,
wenn er jetzt runterkommen würde, dann hätte ich auf jeden Fall Probleme. Jetzt ist er auch noch frei. Und, meine Damen und Herren, er macht einen Kopfstand. Er versucht, einen Kopfstand zu machen. Er wird mit dem Arm auch noch oben diese rote Uhr zusammendrängen. Ruppert, 2 Minuten, 57 Sekunden noch. Ich muss mir Sie vorstellen, jetzt ist er ungefähr in 20 Metern Höhe. Und das ist mit Sicherheit der erste, der einen Kopfstand in 20 Metern Höhe vollführt. Und er ist weit unter dem Zeitlimit. Jubel hier am Wiener Rathausplatz. Und er schafft es ihm! Super! Die Wette! Ruppert und der Trainingsaufflug! Sein Fahrwerk! Dankeschön, Ruppert Ebner!